Hallo Petra, darf ich dich kurz ein paar Fragen fragen? Gerne, sehr gerne. Wie lange bist du eigentlich schon beim Roten Kreuz? Es müssten 15 Jahre heuer sein. 15 Jahre, ja, das ist schon eine Zeit. Und welche Funktionen hast du im Laufe von den Jahren eigentlich gehabt? Also im Rettungsdienst halt hauptsächlich und das Jugendrotkreuz habe ich dann für ein paar Jährchen geleitet und gehabt. Und eine Bewerbsgruppe sind wir ein paar Jährchen gelaufen. Da ist schon einige Zeit drauf gegangen, ja. Bewerbsgruppen, wie hat dir das getaugt? Hast du irgendein besonderes Erlebnis gehabt oder irgendein Gespür, was du uns weitergeben möchtest? Ja, das täte jeden jungen Rotkreuzler empfehlen. Das ist eine Erfahrung, das kann man eigentlich nicht mehr nehmen. Das Beste daran war eigentlich, ja, je besser was man abgeschnitten hat, desto mehr hat einem das gefreut, halt die Erfolge. Der beste Erfolg war halt in St. Georg an der Gusen, dann, wie wir den Landesbewerb gegangen haben. Und auch dann beim Bundesbewerb teilzunehmen, das war eine total klasse Erfahrung. Das war eine von den besten Zeiten. Und wie hat dir das taugt, der Zusammenhalt im Roten Kreuz Krain und auch bei der Bewerbsgruppen oder Jugendrotkreuz? Also eigentlich fantastisch war das, wirklich. Da hat auch jeder Außenstehende, also was irgendwie beim Roten Kreuz involviert ist, hat da mitgeholfen als Opfer zum Spielen, beim Üben. Und auch ein paar sind nachgefahren und mitgefeiert und empfangen, wenn wir wieder da gewesen sind. Also es war echt klasse. Ja, da sieht man, dass das eine voll super Gemeinschaft ist beim Roten Kreuz. Super, danke schön fürs Interview. Bitte, sehr gerne.